Que d'état! Ich liebe die Kickler. Ja, wie geht's denn bei euch? Wisst ihr was? Ich bin so glücklich, vor mir dich wieder gekommen. Und heute kommen wir in Königshofen. Da nehme ich dich mit, Kamera, in ein Kloster zu den Kapuziner. Und gerade neben dran ist Madame Christiane Bürgli. Sie hat so heftig geschrieben und wohnt im Paradies. Ihr werdet sehen. Und wenn man von Paradies redet, da wohnen auch Engel. Ich will sie gerade abknipsen, meine drei Engel. Schau ihn mal da an. Schau den Papa an. Da steht der Charonnet. Marie-Pierre und Emmanuel. Alors, ein bisschen. Voilà, abgeknipst. Hopp, komm, Kamera, es geht los. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea. Ah, da will ich mal mich befreuen, ja. Ja, wo sind wir denn da, du? Ich will schnell ein Bord nehmen. Ich tue ein paar Tage. Guten Morgen. Guten Morgen, ich habe ein paar Tage. Wie geht's denn bei euch? Gut. Merci dir, Dan. Ich bin der André Miller mit dem grünen Velo, der Wackes von der France 3. Oh ja, ja. Ich habe ein paar Tage, ich bin unsere Gast von unserer Kochsendung. Ich habe gehört, der Kuchen so gut. Ja, wie hast du das gesagt? Ihr Patron da oben im Himmel hat mich angerufen. Der sagt, er ist mehr wie mir. Also, ich bin auch mein Patron, gell? Ja, in allen. Kann ich reinkommen? Kommen nochmal, kommen nochmal. Machen dir zu. Nochmal, ich bin dann der Frère Joseph, der Bruder. Ja, Bruder Joseph. Ich wohne dann hier im Kloster. Ja, wir sind doch fünf Brüder. Jojo, das ist nämlich viel. Nein, es ist so, ja. Überall. Es ist überall, ja. So, da sind wir noch in einem Kapuziner Kloster. Sag mal schon, Bruder, was ist das für Statut dann hier? Das ist der Franziskus von Assisi. Ja. Das ist unser Gründer. Der, wie das gegründet hat? Im Mittelalter dann? Ja, im 13. Jahrhundert. Und wir sind Cappuccino, sagt man in Italien. Das ist dann wieder Kaffee? Ja, wir haben den gerne im Kaffee. Oh ja? Der Kaffee ist brün unten. Und der alte Pater, Cappuccino, hat so grüner Bord, weißer Bord. Und wenn man rät, kommt man ans Kleid, wie brün ist. Aber sagen wir mal, ich habe noch kein weißer Bord, gell? Ich bin noch jung. Ich bin noch jung. Können wir ein bisschen in den Garten schauen? Ja, wir können jetzt ein bisschen in den Garten. Laufen dort, ja. Wir haben schöne Sonne heute. Hein? Ja, nicht wie letzte Woche. Ich bin auch brav gewesen, wissen Sie? Ich brav. Hinter der Eiche der versteckt sich der Schlappenpater Dominik. Ist Belgier. Er gärtelt nicht so gern, nicht. Es gibt auch Dreck die Hände alle weh. Macht leverst die Büroarbeit. Heute Morgen sortiert er die Timbre, wie sie verkaufen in den Sammler. Und bringt auch ein Päckchen Minz für die armseligen Schulkinder von Afrika. Also sie ist Blüwissle, beige Heftle können kaufen und lehren. Das ist aber nicht, gell? Siehst du, Kamera, ein Kapuziner Patit nummer. Aber ich schaffe das im Garten. Jetzt mache ich den Gas und ein anderer Bruder macht das anders. So. Sag mal, Bruder, nimmst du für den Sébastien Loeb, du? Nein, der Traktor läuft nicht so schnell. Es ist mehr Schnacken, der Traktor. Ja, warte, du machst Karussell, habe ich gesehen. Da. Ja, aber das musst du gar so machen. Oder habe ich gesehen, der Herrgott macht die Blümle wachsen und du machst alles kaputt? Da. Ja, er repousse. Also, er repousse alles. und sag mal ganz genau, kannst du ein bisschen sagen, was ist ein bisschen die Philosophie von den Capucins? Capucin, die Philosophie ist ziemlich mit der Natur umgehängt. Nicht nur von der Natur, aber auch von dem Mensch. Der Mensch und die Natur und ist Natur. Nummer eins. Und dann habe ich gesehen, ich mache ein Slitschelle und dann gibst du ein Sandwich, so, gibst du einen Weckl. Wenn es mehr nehmen wir, wer macht es? Nehmen es. Ja. Dann sind sie ziemlich Egoisten dort. Ja, wir haben alle ein bisschen Egoisten aus ja, bei uns. Das gibt's. Gehen wir ein bisschen wieder miteinander, ja. Was der andere Bruder macht. Ja, hoppla, vor mir. Ich bin ganz grind, aber sehr gut. Du bist ein Lauf. Du ein bisschen da drauf stehen. Ja, hopp, wenn du willst. Hopp. Ja, hopp, gehen wir vor. Steht hier auch, ne? Ja, ja. Hey, willst du? Schippi, ja. Aber ich jetzt
das noch rumfliegt. Oh nein, du hast keine Angst. Hole mich, keine Angst. Hoppla, gehen wir wieder. Interessant sind. Samuel Brüder. Ja, Papa. Was machen wir jetzt? Gehen wir etwas kochen? Jetzt gehen wir etwas bauen in der Küche. Ja, hoppla. Das ist interessant. Wie das gefällt mir. Louez et bénissez mon Seigneur, au Neugötter von der Kapuziner. Was machen wir ganz genau? Wir machen Käsekuchen. Käsekuchen, wie die Grand-Mère alles gemacht hat. Ihre Grossmama? Ja, meine Grand-Mère. Und ich bauere gerne und koche gerne auch, gell? Ja, mache ich auch. Ich bin Bäckerin für Haare. Von Herden, ja. Von uns noch hergezottelt sind. Ja. Kann man das sagen? Ja, wir können es. Wollen wir anfangen miteinander? So. Kann ich dann nicht machen? Ja, das darf man dann irgendwann machen. Ich muss versuchen. Mmh, das ist gut, der Bibel, das. Jetzt machen wir die Eierning. Eier? Skalen. Siehst du mal ein Schnuddel Reis ab? Ja, ja, André. Richtig machen. Ja, ich mach's richtig. Ich habe noch keine Schale drin gemacht. Sagen wir mal, ihr seid der Kontrolleur der Travaux Frini, Brüder. Nein, ich habe es gelangen nicht gemacht. Voilà. Dann putzen. Das machen wir ein bisschen auf Zeit. Jetzt muss geriert werden. Ja, wir können heute den Zucker und den Zimmer. Das machen wir ein bisschen. Also der Zucker sind für ein Maß sind 3 Zuckerlöffel. Da macht die Spechtel, du. Ja, das macht ein bisschen Kräfte. Ah, wie geschieht Wasser da drinnen an? Ein bisschen? Nein, wir wollen es nicht machen. So, es langt. Langt schon, ja. Ja, jetzt kommt noch 2 Gläser Röm dran. Ja, Röm, sagen wir. Ja, wie sind ihr? Ich sag Ham. Oh, ihr seid von Erstädtler. Ich sind, warum sind kommen ihr vom Bürland? Ja, vom Ackerland. Vom Ackerland? Du kannst nicht den Ingschieden. 2 Gläser, oder? 2 Gläser. Voilà, hoppla, der von nochmal rühren. Nochmal rühren. So. Jetzt darf man noch 3 Weisse in Schnee schlagen. Ja. Im ersten Gang sehr. So, jetzt kann man für den zweiten machen. Der zweite Gang? Ja, der zweite Gang. Wie das noch fortfahren mit dem zweiten Gang? Ne? Ja, vorhin nicht weit fort. Und dann macht man ein bisschen Salz, dass der Schnee hebt. Ach so, ja. Ja. Aber das ist gerade mehr, wie es gemacht hat. Weil, voilà. Ja, es wird langsam gut, André. Ja. Meine da, ja. Es wird selbst, ja. Ja, es wird selbst. So, ich glaube, wir können uns machen. Ja. Und jetzt kommt zuerst Mehling. Und das hat der Schnüppel gekriegt, weil ich Mehl habe. Na genau, ja, durchlappeln. Von unten auf, dass es hey, nicht knapp geht. Ist es richtig so? Delikater, wie ich mich da freue. Ganz langsam. Ja, hör mal, wie sind wir denn das? Ja, aber der hat ein bisschen blöd machen, gell? Ja, haben wir ganz genau. Das gehört dazu, man ist. Gell? Voilà. So, das ist die Kamera gut. Ja. Voilà. So. So. Ja. Gehen wir miteinander. Ja. Wie in Prozession. Wie in Prozession. Hoppla, da gehen wir miteinander. Hoppla. Geht's da nüss? So. Jetzt der Luft. Ja, der stellt so jetzt hier. Und der andere hier. Ja. Und der zu. Und sagen wir mal gerade, Peter, was machen wir jetzt miteinander in so, der Kamera? So, jetzt gehen wir Kassade. Wir gehen in den Park. Gehen wir ein bisschen miteinander? Ja, komm. Gehen wir in den Park. Okay, mach hopp. Die Kapuziner wohnen schon ewig hier in dem kraftvollen Garten von Fine Factor. Heute sind sie ein bisschen traurig, täppeln das letzte Mal in diesen Fädeln rum. Denn mit ihrer Bobbedeckel-Kifferle sehen sie noch Rapschwier, ein heiliger Platz, wie Notre-Dame de Dusenbach heisst. Und da können sie alles wieder beten. Und sagen wir mal, Bruder Joseph, hat er das ausgedacht, als junger Bursch schon für Schlappenpater wäre? Ja, von jung schon, ja. Aber und gefällt es das? Ja, wenn es noch mal zu machen wird, dann das wieder machen. Noch, ja. Ja, und lebt von einer Frau, das fehlt doch gar nicht. Also, du hast früher, ja? Es ist eine blöde Frühe, aber du hast doppelt so früh. Ja, ich habe immer so da wie früher. Ja, weißt du? Erst stellt sie immer die Frühe von einer Frau, von Jungen an. Ja, 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 ja. Aber es ist so, ich glaube, wenn man 40 wird, wenn man 40 hat, ja, stellt man die Frühe ein bisschen mehr. Weil meine Schwester hat 40,
Eben, das sind Junge, sie sind Kinder, die Roten. Ja. Das ist aber so, voilà. Mais voilà, ich werde doch wieder zu den Kapuziner gehen. Du bist ein glücklicher Probepader. Ja, sieht man ja. Ja, das ist ein gutes ja, Ding. Ja. Und zusammen, ich habe die kleine Freude. Ich kenne kalte Fische, ich habe die Rebs mitgebracht. Ja, das ist aber nett. Das ist aber jetzt nett. Das ist ein Geschenk. Die müssen uns. Das müssen wir schon anziehen, wenn wir essen miteinander. Nein, in Elsass sollte man bei den Kapuziner, wir sind Kapuziner. Schlappenbader. Ja. Bei dem Schlappen sind Zandal. Zandal, ja, 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 ja. Ah, da lacht ihr pour le mot. Das ist der Bruno Maria. Et c'est quoi la phrase du jour? Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. On peut venir un peu avec vous à l'office? Bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde? Oui. Parce que j'ai besoin, je peux être prof, que nous, besoin d'un peu de sagesse. Je mets les profs au monde, mais n'est-ce pas sage, Schlappenbader? Ja. Le mot, c'est notre Gäste. Bonjour, wie geht's denn? Es geht. Bonjour, es geht. Ich sollte dich kennen von Ihnen, aber ich weiß nämlich von wo, ich weiß nämlich von. Und Sie haben wirklich sehr, sind dann unsere Gäste und unsere Kochsendung. Ja. Ich habe dann so schönes Buch geschrieben über den Kelch. Ja. Das sehen wir ein bisschen später. Was machen wir so miteinander, alle drei? Also, jetzt gehen wir mit uns. Ihr wohnt gerade neben dem Traum? Ja, gerade neben dem Traum. Neben dem Kloster? Ja, neben dem Kloster. Weil dem sind wir hierher gekommen, Peter. Ja, ja. Wollen wir gehen dann miteinander? Hopp, gehen wir miteinander. Hallo, Christian, jetzt sind wir in der Kirche und jetzt sind wir in Ihrem Paradies mit einer schönen Blume. Ja, das ist mein Paradies. Ja. Ja, und da pflanze ich Pfingstrosen, Rosen, digital. Schmecken sie gut, die Rosen? Die nicht so. Nein, es sind die Rosen, die gut schmecken. Ja, Savalo, in unserer Kammer haben wir noch viel Arbeit in diesem Garten. Ja, ja, so ziemlich, ja. Man muss ein bisschen da sein. Da sind, Ihr Mann hilft auch manchmal ein bisschen. Ja, ja, er hilft. Doch. Man darf gerade das Ungrüde rausrissen, gell? Das hat er. Aber er kann auch schon viel, er hat schon viel gelernt. Savalo, das ist dann Jasmin. Kann ich das zupfen? Ja, dürfen wir. Ja. Das schmeckt so gut. Das Symbol vom Eintritt in den Paradies. Ah, in den Paradies. Gehen wir ein bisschen wieder, Schmann am Wickel. Ja. Hoppla, jetzt da runter. Genau, Achtung. Das ist Und das sind dann so Rose-Pompons. Rose-Pompons. Und die schmecken jetzt? Wunderbar schmecken die. Oh, er braucht. Und bis im Spudjoch. Die schmecken so gut. Die schmecken so gut. Die sind meine Liebsten. Sie schwören ihre Liebsten. Und die gehen so immer gegen den Himmel und blühen so lang. Ja, wie sie noch sagen, eine Rose mit der Rose, nicht? Ah, das ist nett. Und sie wollen sich von diesem Nussenbaum da hinten. Ja. Der ist uralt, hä? Der ist ganz wild gewachsen und ist alleweil 200 Jahre alt. Ja, ja. Und das ist der Regal von der Eichhäsler. Eichhäsler, ja. Wir haben ein bisschen wieder gehen dann. Ja. Ihre Kälte anlösen. Ja. So, jetzt sind wir im großen Gang hier, Christian. Und hier ist jetzt ganz schön, in diesem Kästchen. Kann man hier aufmachen, Christian? Ja, darf ich das? Du darfst noch. Schau mal hier, was da drin ist, Kamera. Hast du gesehen? All die Koppen, das sind so Hochzeitskäppchen gesehen dann, genau. Das ist von 1860 ungefähr und für die Hochzeit gesehen. Das ist ganz elegant gesehen dann, ne? Sehr elegant und dann haben sie den kleinen Schlupf im Knicket. Im Knicket, ja, ja. Und, das sind Goldfädel dann gesehen. Goldfädel und das, meistens ist es Silber oder Gold. Gold gesehen, ja. Kann man auch anders anlösen? Darf man. Ich weiß nicht. Überall. Das du vielleicht noch immer ja, wie finden wir denn das Savele mal, Christian? Das ist eine ganz alte Sammlung. Das ist eine schwere Sammlung. Ja, ja. Und die findet man nicht so oft. Denn die bleiben in der Familie. In der Familie, ja. Ja. Wollen wir mal da hinten dran gehen? Kommen wir mal. Wir wollen noch ein bisschen pisten. Kommen wir mal daher, Christian, wenn wir jetzt gelungen ist. Ja. Wo gehen wir jetzt auch miteinander? Sagen wir es mal der Kamera. Also, jetzt gehen wir meine Sammlung von Kelch. Kelch, oh, hoppla. Darf ich mit dir gehen? Ja. Ist da hinten im Gängel dann? Ja, ja. Ah, ja.
Das interessiert mich. So lügen wohl, André. Ich du kennst du. Das ist schöner Stoff. Hein? Ja, und manchmal haben sie noch sogar Kleider mitgemacht. Mitgemacht? Bis sie 18. Jahrhundert. Die haben Geschmack jetzt ja. Einmal, hein? Das ist lustig gesehen. Lustig, das war schöne Farbe, ja. Schau, das ist die Leute mit so Anzüge da. Da. Und ganz früher haben sie es schon weggeschmissen, nur in ja. Den 60er Jahren. Die Licht, die Brokante haben sie aufgekippt. Aufgekippt und uns verkauft. Ja. Und die Kleidung, Christian, was ist das da? Das ist Typ von der Epoch Restauration. Da sind wir auch ganz französisch noch gesehen. Viel Geschmack gesehen. Und sehr freindlich. Ja. Ja. Jetzt wird er eben zu sagen, Kamera, schau mal, was da unten ist. Schau mal da unten. Das hat Christian geschrieben, schau. Hat es ein Bösch gemacht, schau, wie nett. Christian, komm, du wolltest sehen, ja. Das Schistel von dem Bösch da in der Kamera. Ja, das hat lange gedauert. Kann man es denken. Ja, wie hat er denn die Idee gekriegt? Ja, ich habe mal wollen wissen, warum dass man eigentlich den Kelch so begehrt. Ach so, und, ja. Und habe ich gesehen, dass die Leute auch richtig dran hängen. Und sag mal, Christian, ganz genau, jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen kochen miteinander. Wir sind ja gekommen für das, nicht? Ah ja, im Elsass kocht man immer. Ja, und ich habe Ihrer Mann nicht gesagt, dass Sie eine gute Küche sind. Manchmal. Wollen wir in die Küche gehen miteinander? Ja, wir gehen. Kommen dann. Mach ein Licht aus. In der Christel Bürgel, ihr Mann, vous l'avez reconnu, es ist der Parenpolitiker gewesen, hat im Gemeinderat geschafft und in Paris in der Assemblée Nationale als Député und jetzt Elsass unterschätzt. Es ist der Jean-Claude Bürgel mit seiner Frau, wie goldisch in unserem goldischen. Savlo, Christian, unsere Rezept, was ist es ganz genau? Es ist Cuisse de Poulet, wo eben Bouillon gekocht wurde. In einer Brie. Mhm. Und mit dieser Brie machen wir eine gute Sauce. Jetzt müssen wir die. Gellerebel schneiden. Machen wir es gut. Da haben wir noch ein kleines Gellerebel. Prima so. Es ist ganz gut so. Wohl haben wir mal ein Kompliment. Wir kochen es auch schneller. Ja, wenn es klein geschnitten ist. Ja. Jetzt machen wir die Galerie da rein. Ja. In die Brei. Ja. So langt's? Ja, es langt. Dann jetzt kommt Zwiebel auch. Zwiebel, ja. Ein bisschen Peterle. Peterle. Und du kommt noch einmal. Ah, das ist dann Laurierblätter. Laurier mit Clou-Girofle. Clou-Girofle. Hoppla, darf schwimmen. Voilà. Jetzt kommt ein bisschen Zwiebel und noch ein bisschen Thymian. Einzeln. Also der Poulet, dass er sich gut hält. Wurde gerade ganz leicht pochiert. Mit Öl ein bisschen? Und nachher in ein bisschen Öl hingerieben. Also er glänzt, nicht? Glänzt ja, und dass er sich gut hält. Gut hält. Soll ich jetzt nicht machen, das Poulet? Nein, die Kamera. Kommt's. Das kommt dann nicht jetzt. Dort. Voilà. Ja, das sind gute Esser am Tisch, gell, Christiane? Ja. Franziskaner da. Die haben immer Hunger. Was kommt noch ein bisschen hin? Ein bisschen Knoblauch. Und Pfeffer auch. Pfeffer. So, das langt. Es kommt noch Weißwein. Weißwein, ja. Denn ohne Weißwein geht es nicht im Elsass, gell, wenn man es kocht. Nein. So, jetzt kommt es nicht mehr. Geht es da nicht mehr genau mit dem Christian kommen? Ja. Da nicht mehr. Oh, ist das schwer, du. Jo. Manu, wie heißt das? Der Deckel drauf. Und wie lange brüchst du den Deckel drauf, Lotto? 40 Minuten. 40 Minuten. Hoppla. Lui, Manu. So, es ist Kamera, das Fleisch ist jetzt fertig, die Hühner ist jetzt gekocht. Und ich, Christian, dann habe ich ein Risotto gemacht. Schau mal, Kamera, wie das schön ist, hast du gesehen? Aber das ist noch nicht fertig. Und sie hat nicht alles gezeigt, denn es ist ein bisschen so Familiengeheimnis, gell? So Geheimnis, gell? Ja. So eine Hexerei. Eine Hexerei, jetzt gesagt, das ist schön. Ganz kalter Butter. So, der Parmigiana. Nimmer drehen, nicht Christian? Nimmer drehen, voilà. Und auch wir haben es gehört, das ist ganz interessant, Christian. Ihr seid von der Familie vom Germain Miller. Ja. Das ist Ihr Cousin gesehen? Ja. Mein Cousin Germain, ja. Ja. Ouais. Und ich bin immer am Donnerstag, wenn ich so jung Mädel bin, gewesen, bin ich dort an und habe Lehrer kochen bei meiner Tante, wo es sehr gute Küche ist. Ja. Und die hat die ganze Welt bei sich empfangen. Ja, die ganze Künstler wie auf Straße, wo ich sie kommen. Sie haben gegessen dort. Der Germain hat sie immer mit heimgebracht.
Donc la sauce est prête. Was haben wir in der Sauce? Die Brie. Und du kommst dran dazu. Und Eigelb. Und ein paar Champignons. Und Champignons, ein paar Murichle. Oh, wow, wow, das wird gut sein. Ne? Das werden wir jetzt alles versuchen. Ihr Menü und was noch? Und eine Käseküche von der Kapuziner gemacht. Nehmen wir die Richtung auch mit? Natürlich. Dann bleiben wir eigentlich drüber. Das fällt doch rüber. Ja, ich glaube, Pater, wo sind wir denn? Kommen wir jetzt nicht? Ich komme. Oh, wow, schau mal da. Weißt du, wie war der Bischof so der Zahn? Er hat Antwort geschossen, ich habe so nichts stehen. Komm, da kriegt er nicht mit den Schnüppen. Oh, sind wir schön, sagen wir mal. So, jetzt tun wir ein bisschen Butter. Jetzt sind wir aus dem Prof. Und dann lassen wir noch. Danke, hoppla. Ja. Fangen wir an. Dieu de miséricorde, tu as baigné notre père Abraham. Le jour où tu pris place à sa table, fais descendre aussi sur nous ta bénédiction, que nous prenions notre repas dans l'action de grâce et la joie de ta présence, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Et bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Normalement, ça te quartier en immer eps, wenn Lied da sind, fremde Lied vom Kloster, sind gehört, kommen bei uns, Monsieur et Madame Burkel, der euch, André, on est d'une équipe, on a que de miteinander. Prima. Hoppla, die Raul, uns ist auch geschmeckt. Oh, ist der schön, der schöner Tisch. Hein? Ja. So noch schön gemacht, wie wir bleiben. Das haben wir wohl, glaube ich, oder? Du, der Risotto ist nicht letzt. Hein? Das ist wunderbar, Christiane. Merci, merci. Oh là là, ist das gut. Du hast Schüffel, hein, ja. Sagen wir mal. Ja, ja. Das ist besser wie der Sandwich. Hein? Ja, kann man essen. Kann man essen, das ist auch wahr. Ob es gut ist, ein Sonder essen, kann man sagen. Ja. La cuisine alsacienne est très très bonne. C'est vrai. Merci, Christiane. Sehr gut. Ist es gut gewesen? Sehr gut. Und die Nachbarn gehen bald fort? Leider, leider. Sind ein bisschen traurig? Ja, sind traurig, ja. Sind sehr schöne Freunde. Vous pensez que là-haut, il y a plus de silence qu'ici? Oui, sûrement, oui. Oui, oui. Là, c'est plus une vie en retrait que nous allons vivre. Par rapport à ici, on est plus dans la ville. Quoi. So, tu as pris la Käseküche? Ja, das ist jetzt. Le vin est mal da, hein? Ja. So, Christiane. Merci. Jetzt können wir anstoßen mit deinem Bläschen. Hein? Ja. Es gilt. Es gilt. Santé. 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 Voilà, Jean-Claude. Christiane, Santé. Frère Bruno. So. Oh, mon Jean de Porte. Mit der orangen Chaussette. Oh, prima. Wenn er gerade so gut ist, wie schön. Ich glaube, der Hanner ist angestrengt. He? Ja, ich habe alles gemacht. Der Hanner ist angestrengt. Ich habe alles gemacht. Ja, ich habe ein Kommando, okay? Ne? Servez-vous. Bah, je vais. Vous en voulez un peu, Frère Joseph? Herpir? Non, ça va. C'est ça, c'est dans les guernes? Non, je suis allergique. Ah, c'est une allergie. Si vous voulez me conduire à l'hôpital, c'est à vous. Ah non, des smechtemann nicht. Non, vraiment. Il y en a qui vissent, on s'est tellement de sucre-péquer chez mon péquer. Redis gelehrt, als Lehrpö. Ja. Hein? Seitdem ihr das gut gekannt? Ja. Aber das Rezept kommt auch von der Grand-Mère, nicht von der Bäckerei. Ihr habt noch einmal viel gelehrt, Grand-Mère, finde ich. Viele der gute Gewand in der Grand-Mère. Oh ja? Sagen wir mal, Frère Joseph, ich habe schon jetzt 15 Jahre hier gewohnt. Ja. Ihr geht bald fort. Sagt es bitte ein bisschen da. Wenn ich zu den Kapuziner komme, ist das Mutterhaus gewandt von der Provinz Elsass. Und wisst ihr noch, was da oben viel kälter ist? Dann denke ich, dass ihr jeden Tag ihre orange Schaussettel anzieht. Aber, kaufen wir die Gericht. D'accord. Ein bisschen wie ein Patros haben. Ja. Ein bisschen mehr Pulver, Patros, wenn sie eine Schaussettel kann kaufen. Hätte es gefallen, mit uns zu drehen? Ja. Ich glaube, wir haben mit Brüder euch. Ja. Sie hat uns frei gemacht. Ja. Und kommen euch dann auf. Ich komme mal dann auf, ich will und im Winter, mit der Chaussette. Ja, im Winter, gar mit dem Velo komme ich dann auf. Voilà. Wir haben ein kleines Geschenk für euch. Ah, das für ist... Für dich schon, für die neue das Equipe. Ist schön. Schau dir mal an. Was ein Präfer wäre, meine Mannschaft, da meine drei Bimbeles. Was machen wir? Ja, Bimbeles, aber der Bimbolo ist da. Der Bimbolo ist da. So, Kamera 6, jetzt würde ich wieder gehen nach Straßburg. Wir sehen uns nächstes Mal wieder an derselben Zeit. Aber nicht am selben Platz. Bis dahin, seid ihr brav und träumt es. Salut, miteinander! Salut! 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 Salut!